Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire War mit dem Thrawn's Revenge Mod und hier bei Generis haben wir noch ein paar Einheiten. Wir haben den Luftraum über Ord Mantell befreit und jetzt werde ich wahrscheinlich den Luftraum über Orocco befreien, bevor ich Ord Mantell und Orocco einnehme. Und danach könnten wir Richtung Sith Creek gehen, um das Ganze einzunehmen, dann wäre Taris endlich wieder sicherer. Was sehr schön ist und ich denke, von Wayland aus, die Einheiten dürfen gerne mal nach Orinda kommen, damit wir da ein bisschen mehr Bodeneinheiten haben werden. Dann die Einheiten von Sereno dürfen vielleicht auch nochmal nach Feder kommen. Du darfst nach Orinda kommen, Ord Mantell kommen. Und ich weiß gar nicht, was kommt jetzt hier? Bodeneinheiten. Dann lass uns Ord Mantell doch vielleicht einfach direkt einnehmen und dann erst nach Orocco gehen. Dann ist das so. Wow! Millery House. Okay, die haben hier irgendwas eingenommen. Interessant. Die wollen wieder nach Rivester. Lasst mich doch verdammt nochmal in Ruhe. Daran muss man irgendwann mal was ändern. Aber momentan können wir da noch nichts dran ändern. Beginnen wir. Und sehen zu, wie es weitergeht. Abhauen. Oh mein Gott. Rivester ist echt nervig. Aber zum Glück sind es immer nur so kleine Flotten, die kann ich schnell besiegen. Holen wir die Flotte von Vijun rüber. Und dann möchte ich einmal ganz kurz bei der Legitimität gucken. Imperium hat immer noch 40%. Das ist verdammt viel. Wir hatten das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, glaube ich 29 oder 30. Jetzt haben wir 32. Immerhin. Es wird mehr. Wir müssen nur gucken, dass es beim Imperium auch weniger wird. Dass wir so ein kleines bisschen über dem Imperium liegen. Dass wenn wir dann vielleicht der Greater Meldrut, da wenn wir den Planeten abluchsen, das ist da. Warte, die haben nicht nur noch drei Planeten, ne? Nee. Die haben 3, 4, 5, 6, 7, 8 Planeten hier, aber im Kern haben sie auch noch jede Menge. Okay. Aber wenn die nur noch 3 Planeten haben, sollen die zu uns kommen, nicht zu irgendeiner anderen Fraktion. Deswegen, das muss ich da bitte ändern. Und hier bei Datomir haben wir noch ein paar mehr Schiffe, die wir zu der großen Flotte dazu packen. Beginnen wir. Und sehen zu, dass wir hier das eben besiegen. 1, 2, 3, 4. Das sollte schnell gehen. Sehr schön. Die Sache ist, wir brauchen halt deutlich, deutlich mehr Einheiten und Fahrzeuge noch für diese drei Planeten insgesamt. Bilbringi hat jetzt ganz gut, ist jetzt nicht die beste Verteidigung, aber Bilbringi hat ganz gut. Feder hat auch ganz gut. Wir bräuchten dann halt hier für Ord Mantell noch einen. Ja gut, Feder, ganz gut, ist vielleicht übertrieben. Lass uns da nochmal eine Flugeinheit, ein AT-AP holen für Feder, was dann im Endeffekt nach Orocco rüberkommen kann. Und die Einheiten von Orinda dürfen jetzt auch noch Ord Mantell, dass wir da einfach mit Infanterie auch draufhauen können. Dann haben wir jetzt eine Flugeinheit, eine SPMAT, einen Floating Fortress, Jen Smeal haben wir dazu. Wartet, jetzt sind sie da, okay. Lass uns Jen Smeal hier reinholen. Und uns dann um Ord Mantell kümmern. Das ist auf jeden Fall ein Planeten, den man kriegen kann. Den kann man auch verteidigen. Ist jetzt nicht die geilste Verteidigung, aber mit den AT-APs, wenn man die hat, braucht man vielleicht ein bisschen was, was noch gegen Infanterie kommt. Aber ansonsten ist das schon eine recht gute Verteidigung. Okay, Jen Smeal alleine ist jetzt nicht so der geilste. Muss ich sagen, was hat er denn für Waffen? Flammenwerfer und Granatenwerfer, okay, das ist. Könnte schlechter sein, könnte besser sein. Die ATDPs bräuchten mal ein paar Antifahrzeugtürme, habe ich so das Gefühl. Antifahrzeugturm. Noch ein Antifahrzeugturm, aber im Prinzip kann ich das hier auch auf Zeit spielen, also. Sobald wir bombardieren können, haben die sowieso keine Chance mehr. Alle ATDPs auf einen Haufen ist sicherlich. Auchi. Aber solange wir uns da schnell genug rausziehen können, dürfte der ATDP, meine Güte, wie heißt das denn? IDT, ne?
Imperial Dropship. Hier kommt mal hier runter. Ah, Swamp Speeder, nice. Hier fahrt mal. Oh, da sind ebenfalls böse. Böse, böse Einheiten sind da. Mal sehen, wie gut Jens Meal dagegen vorgehen kann. Gegen diese bösen, bösen Einheiten. Ja, jetzt kommen die von hier unten auch. Okay, nicht gut genug. Komm zurück, lass dich hier heilen bei dem. Wie gut kann denn hier der dagegen vorgehen? Wahrscheinlich auch nicht gut genug. Aber, okay, könnte auch schlimmer sein für ihn. Aber hier kann man zurückkommen und versuchen, die hier in Richtung Antifahrzeugtürme zu locken. Du nimmst dir auch noch den ein oder anderen ATDP vor. Hier schon drei besiegt. Und wenn ihr jetzt hier... Du darfst zurückkommen. Jetzt könnten wir sogar bombardieren. Aber... Die Bombardierung geht jetzt hier drauf. Mit der Artillerie zusammen. Und den... Na gut, die Türme machen jetzt schon gar nichts, aber... Ja, mit der Artillerie zusammen das Ganze zu vernichten ist nicht schwierig. Meine Infanterieeinheiten dürfen sich mal hier das Ganze gemütlich machen. Und dann dürfen sie hier lang kommen. Nehmt das hier ein, hier drüben. Und dann... So nochmal... Ah, die haben sogar noch ein paar ATD. Oh, die haben einen Antiflugturm. Den habe ich zu spät gesehen, aber... Gerade noch rechtzeitig, immerhin etwas. Jetzt können wir auch nochmal bombardieren. Das bringt uns nicht wirklich was. Kommt, ihr nehmt hier die Infanterieeinheiten bitte. Das sind mehr Infanterieeinheiten, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Aber gut, was kommt hier? Anti-Infanterieturm. Sollen sie den bauen? Ob der jetzt da ist oder nicht, nichts zur Sache. Solange hier nirgendwo ein Anti-Fahrzeugturm ist, das ist alles vollkommen Schnuppe. Da ist ein Anti-Flugturm. Ich glaube fast, die haben nur noch das hier. Könnte falsch liegen. Smeal, du darfst nur... Ah nein, die haben noch eine Einheit. Aber sie fliehen jetzt. Okay, schade. Sonst hätte ich mir hier die Mine geholt und hätte Geld gekriegt. Aber egal, Ortmantel gehört uns. Das ist das, was zählt. Und wir besorgen uns direkt ein paar Sachen hier. Kommen die alle hier auf den Boden, bitte. Und dann kann die Bodeneinheit einfach hier mit... Oh, jetzt haben sie genau in dem Moment, wo ich hier rüberfliege, eine Allegiance. Und die wollen noch Mario. Lasst mich doch in Ruhe. Hier fliegt man nach Elam. Garrus 4 ist ebenfalls interessant. Den würde ich da gar nicht haben. Oh, Rocco. Eine 101er-Flotte mittlerweile. Pff. Wunderbar. Bei Bilbringi wird immerhin weiter gebaut. Das ist schön. Da können wir uns vielleicht nochmal eine Flugeinheit leisten oder so. Und bei Ortmantel geht es auch schön weiter. Um ehrlich zu sein, wüsste ich nicht, wofür ich momentan großartig Geld ausgeben sollte, außer hier Ortmantel weiterzubauen. Aber da ich das nicht weiß, können wir vielleicht wirklich versuchen zu sparen und einen Serenian Star Destroyer bei Datomir holen, der dann in die andere Flotte kommt. Ja, komm. Wir versuchen, die mal angreifen zu lassen. Ansonsten wäre hier wirklich nur dieser Trade Station, diese XQ5 da gewesen. Interessant. Und die scheinen kein Interesse daran zu haben, anzugreifen. Können wir die auseinandertreiben? Hier auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was macht ihr da? Warum greift ihr nicht an? Jetzt haben wir auf jeden Fall unsere Jäger dabei. Das ist gut. Die Lancer Frigate haut ab. Das Problem ist, der Allegiance wird sehr, sehr wehtun. Wenn wir nicht aufpassen. Vor allem mit den Prokursatoren zusammen. Ist das wirklich, wirklich problematisch, dieses Ding. Feuert er auf uns. Das ist nicht schön, dass der jetzt hier ist. Aber gut. Jäger und Bomber hier rein. Panaka ist immerhin ein Sternzerstörerheld.
Zwei Sternzerstörer. Wie, welche Command hier hat der? Das Cautious. Oh, die Lancer wollte ich nicht verlieren. Naja, shit happens, ne? Die Bomber sind viel zu langsam. Immerhin, der Aggressor tut das, was er aggressiv tun soll. Wir werden hier Schiffe verlieren. Die sind auch zu weit weg. Aber dafür... So, Micromanagement. Laserkanone, du schwere Quad-Turbo-Laser. Ich schicke die jetzt doch alle auf die Quad-Turbo-Laser. Sinch darf allerdings mal ein bisschen weiter hinten bleiben. Du auf die schweren Quad-Turbo-Laser, du auf die schweren Quad-Turbo-Laser. Du auf die schweren Quad-Turbo-Laser, du auf die leichten Quad-Turbo-Laser, leichte Quad-Turbo-Laser, leichte Quad-Turbo-Laser. Alle Jäger und Bomber, die wir hier haben. Naboo Starfighter, nice, was der hier mit bei ist. Oh, du darfst hier auch drauf angreifen, bitte. Oh, und da verliert er langsam was. Das ist gut. Du auf die leichte Laserkanone. Du auf die leichten Quad-Turbo-Laser. Du auf die leichten Quad-Turbo-Laser. Die Dragon-Klasse hier. Die Cruiser verliert ein bisschen was. Aber ansonsten ist der Allegiance relativ schnell besiegt. Du darfst jetzt mal hier auf den Prokursator gehen mit deinem Super-Ion-Kanone und Super-Turbo-Laser, bitte. Ist auch auf dem Prokursator, diese Dragon-Klasse verlieren wir, aber gut. Das ist dann so. Die Bomber dürfen auf den anderen Prokursator gehen, okay. Das Ganze gewinnen wir. Oh, die wollen fliehen. Geht alle bitte auf die Engines. Engines, Engines. Kommt, das schafft ihr noch, oder? Oh, der hat's überlebt, schade. Schade, schade, Schokolade. Aber wir haben es trotzdem geschafft mit minimalsten Verlusten. Hätte gedacht, dass es schlimmer ausgeht gegen Sun Allegiance, aber das ist sehr, sehr schön, dass das geklappt hat. Ah, die Lancer haben wir auch verloren. Ja, okay, darauf sollten wir wahrscheinlich nochmal gehen, auf die ein oder andere Lancer. Und das ist natürlich auch sehr schön, dass es hier was sehr Kleines ist. Davon können wir einfach wegfliehen. Und unsere Flotte hinschicken und zusehen, dass die das vernichtet. Das sollten wir schaffen. Du haust ab, bitte. Und dann brauchen wir bald unseren Serenity Star Destroyer. Mal sehen, ob das klappt im nächsten Zyklus oder nicht. Ich habe zu früh auf Pause gedrückt und jetzt laggt es. Das ist nicht schön. Aber übrigens, wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr mehr sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Hilft mir sehr, sehr dolle weiter. Karas 4 und Rivester, ne? Das ist so wie im letzten Durchgang Harpes. Harpes oder Kashyyyk oder Galenor. Abhauen und dann die Flotte, die es verteidigen kann, dahin schicken. Galaxiskarte. Die Flotte von Vajoon hier rüber schicken. Einheiten von Finder nach Mandalore schicken. Und dann jetzt die Truppen von Fader werden vermutlich nicht reichen, um Rocco zu kriegen. Das darf nicht wahr sein. Wir waren doch so schnell. Oh. Aber beim letzten Mal war die Truppenstärke größer, also von daher hält sich das wenigstens einigermaßen in der Waage. Ne, die Flugeinheit will ich gar nicht haben, ich will den hier. Wobei, da ist schon einer. Hatten wir beim letzten Mal auch drei von denen? Schauen wir mal. Ach, es ist immer nur einer, wenn man ihn... Naja, gut. Hier lang. Uri Fan ist Steuerung 2. Du darfst hier hin. Du darfst hier hinkommen. Ihr beiden kommt nach hier unten. Auf jeden Fall einen von euch hier runter. Und den anderen von euch hier lang. Du kommst hier hin. Ihr beiden kommt hier hin. Und ihr kommt hier lang.
versucht da so viel an Infanterie zu vernichten, wie es geht. Die PX-10s kommen ebenfalls hier hin. Der kommt dahin. Und du darfst auch hier lang. Du kommst bitte hier hin. Ja, ganz viele B1-Kampfdroiden. Die gehen zum Glück noch schneller weg und haben, glaube ich, keine Raketen, die meinen Flugeinheiten schädlich werden könnten. Sind zwar jetzt mehr Einheiten, als sie sonst dann gehabt hätten, aber... Naja. Du kommst bitte... Oh, du bist ein bisschen sehr nah hier. Oh, und die holen direkt Strikebreaker mit rein. Das ist interessant. Die sind gut gegen Flugeinheiten, theoretisch. Aber wenn es nur drei Stück sind... Ah, jetzt kommen hier natürlich auch Einheiten. Das ist ein bisschen sehr früh für Strikebreaker, muss ich sagen. Oh, Uriah Fan, komm hier bitte lang. Oh nein, auch Flugeinheiten jetzt hier direkt. Du baust dich auf und du kommst mal bitte weiter hier runter. Oh, ich habe keine Lust, jetzt schon direkt meine Einheiten zu verlieren, meine Flieger hier. Du greifst den mal an, um den vielleicht abzulenken. Okay, ansonsten haben sie es erstmal hier in Reichweite geschafft. Du baust das hier auf und hier holen wir einen Antiflugturm. Und zwar schnell. Der ist aufgebaut, das ist nett. Ihr beiden. Okay, es ist nicht das, es ist nicht das. Welche Unit ist destroyed worden? Ein PX-10 wahrscheinlich dann. Ich will hier wirklich einen Antiflugturm hinhaben. Das bringt aber erst was, wenn hier die anderen Einheiten weg sind. Wunderbar. Hier eine Repair Station. Und die beiden, die wir verlieren können, schicken wir hier runter. Yes, das ist schön. Dass das funktioniert hat. Aber dass die jetzt so früh schon Panzer haben, ist nicht so nett, muss ich sagen. Das setzt mich mehr unter Druck. Uriah Fan darf ein Stück zurückkommen. Und hier, wo ich jetzt auch einiges an Truppen habe, machen sie gerade gar nichts. Das ist ebenfalls nicht so nett. Da ist die nächste PX-10 vernichtet worden. Das ist immer dieses Unit Destroyed. Macht mir Angst. Aber gut. Der wäre noch im Reparaturbereich. Diese kleinen Fliegedinger, davon hatten sie, glaube ich, nicht viele, aber die sind zum Glück auch relativ einfach vernichtet. Und da kommen sie mit ihren B1-Kampfdroiden. Frechen hier. Da hinten kommen noch mehr. Das ist wie die Schlacht von Kashyyyk hier. Ah, da kommen die Raketen wenigstens auf die zu. Ey, wir schaffen es sogar hierauf. Das ist nice. Das ist sehr nett. Aber gut, im Prinzip ist es jetzt hier nur stehen und abwarten und hoffen, dass die Persuader-Panzer nicht stark genug sind, hier alles zu vernichten. Der ist vernichtet. Oh. Da hatte ich wirklich gehofft, dass wir da vielleicht noch einen Turm bauen können. Aber gut, es hat nicht sollen sein. Ja, von da kommen jetzt viele Infanterieeinheiten von der Seite. Da müssen wir aufpassen. Die überleben das ganz gut. Ihr drei kommt hier bitte runter. Ach, guck mal, die gehen jetzt aber da lang. Okay, ihr müsst bitte gucken, dass ihr jetzt hier die... Oh, neue Flugeinheiten. Ich hasse euch so sehr. Aber wenn jetzt hier kaum Einheiten kommen, könnten wir da vielleicht nochmal gucken, ob wir nochmal Antiflug oder so bauen können. Komm hier hin, dass auch der Letzte sich ja reparieren kann, bitte. Aber, naja, da sind so viele Infanterieeinheiten. Antiflugturm können wir da erstmal vergessen, leider. Oh, das ist aber nicht so schön, dass jetzt hier auch Flugeinheiten sind. Ja gut, die beiden werden vernichtet, aber das sind nur die beiden gespawnten. Das ist nicht so schlimm. Trotzdem ist es nervig. Ah, du kommst bitte ein bisschen näher hier hin. Das gefällt mir nicht, dass du so wenig Leben hast gerade. Du kannst mal versuchen, dich zurückzuziehen und du bleibst bitte trotzdem hier. Wie viele Flugeinheiten haben die denn noch hier?
Okay, ihr seid einfach besser da drin, Infanterieeinheiten zu vernichten. Da seid ihr. Oh nein. Oh nein, wir verlieren vielleicht einen AT-AP. Komm bitte zurück. Ihr lasst euch hier reparieren. Du greifst den mal an. Sehr schön. Ihr vernichtet den hier. Das müsstet ihr hinbekommen. Oh nein, wenn die den Reinforcement Point haben, das wäre gar nicht gut. Immerhin, ich glaube, die Flugeinheit ist jetzt Schrott. Du darfst mal ein Stückchen hier lang gehen. Kleines Stückchen bitte. Jetzt bleibst du stehen. Du darfst ein Stückchen weiter vor. Du darfst ein Stückchen weiter hier lang. Da sind wieder die Pulsator-Panzer. Du kommst mal hier runter, verteidigst das. Du kommst hier runter, verteidigst den. Und dann holen wir ihn mal hier lang. Da kommen wieder mehr Kampfdruiden, das darf nicht wahr sein. Aber immerhin gibt es das jetzt den anderen Einheiten hoffentlich Zeit, sich ein bisschen zu regenerieren. Wie sieht es hier aus? Okay, auch hauptsächlich Infanterie erstmal. Aber das ist hier definitiv verteidigbar. Kommt ein Stück zurück, lasst euch reparieren. Das solltet ihr schaffen. Ihr bleibt bei dem stehen. Komm. Hier drauf, bitte vernichtet die alle. Alle Infanterieeinheiten vernichten. Ihr kriegt das hin. Dass auch noch so Security Police Offiziere mit dabei sind, ist nicht gut. Aber alles, was hier nur so Infanterie ist, ist schnell besiegt. Macht nicht viel Schaden, meinen Flugeinheiten hier. Kommt mal kurz ein bisschen zurück, lasst euch ein bisschen heilen. Das ist auch alles. Alles Fahrzeuge. Ihr dürft alle hier lang kommen. Der AT-AP kommt. Oh Gott, die nächsten Flugeinheiten. Na, ihr müsst wahrscheinlich eher hier auf die gehen, dass die vernichtet werden. Vernichtet diese Flugeinheit. Könnt ihr euch auf die konzentrieren? Könnt ihr. Immerhin. Die ist weg. Die nächste vernichten. Und schon. Ihr setzt euch mal in Deckung. Nehmt die Infanterieeinheiten hier. Sind nervig. Unendlich viele Infanterieeinheiten haben die. Das ist schlimmer als irgendwelche Klone. Mit den Kampfdruiden. Sieht das hier drüben aus? Da sind auch noch ein paar. Greift mal hier an. Vernichtet die. Aber da links sieht es jetzt besser aus. Helft hier wieder mit. Vernichtet da alle. Dann kommt hier runter, vernichtet da alle. Kommt hier hin, vernichtet da alle. Ey, das muss doch mal langsam aufhören hier. Ist nicht mehr feierlich. Nehmt euch den Droiden hier. Hier wird es wieder spannender, weil es ouchiger wird. Ey, das kann nicht wahr sein, wie viel hier noch ist. Aber diesen Planeten halten wir, der wird nicht in die Hände der Corporate Sector Authority fallen, nie wieder. Das habe ich mir geschworen, deswegen wird der jetzt auf meins bleiben. Oh, die nächsten Flugeinheiten. Das ist nicht gut, aber hier hält die Front ganz gut noch, das ist schön. Immerhin etwas. Hier sind wir auch nicht nah genug dran, um in irgendeiner Art und Weise noch nützliche Flugabwehrtürme zu bauen. Jawohl, der ist weg. Das ist nicht gut, die verlieren zu viel Leben und gewinnen zu wenig dazu. Ihr nehmt euch den Pulsator-Panzer, der macht euch zu viel Schaden. Ach, wir haben Uri Fan ja auch noch, der darf auch mal mit rein hier. Und wenn der jetzt einfach irgendwie zwischendurch gestorben wäre oder so, weil ich es einfach vergessen habe, dass wir den haben. Das hätte mich genervt. Ich meine, kann immer noch passieren. Und das ist durchaus möglich, dass das noch passiert. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Vernichtet den jetzt. Komm, der zieht nur Schleifen bei euch hier. Ja, da schießen sie schon gut drauf. Das ist nett. Reparaturturm existiert immer noch. Wir kriegen immer noch Infanterieeinheiten dazu.
Und sie fliehen. Meine Güte. Meine Güte. Immerhin, Mario bleibt unser. Das war jetzt auch anstrengend genug. Jetzt kommt unsere Flotte hier dazu. Die Bodeneinheiten kommen hier lang. Die Bodeneinheiten von Ord Martell hole ich aber wahrscheinlich noch mit dazu, weil ich nicht weiß, wie stark die Verteidigung bei Rocco ist. Und dann ist mir das, glaube ich, ein bisschen zu risky. Screed sollten wir hier reinholen. So ein bisschen Geld da sogar bei machen. Komm, komm, komm. Oh nein, der ist schon kaputt. Komm, vernichte den. Wie viele Credits kriegen wir für dich? Für den Marauders. Immerhin 10 Credits. Nochmal 10 Credits. 20 Credits haben wir gemacht. 30, 40. Wie viel die auch noch? Ja, für die kriegen wir keine Credits mehr. Aber egal. Waren auch nur normale Kampfdruiden. Dich von Beggarin einmal rüber nach Mario holen, bitte. Pausieren. Und dann möchte ich einmal wissen, wie krass es hier bei Rock... Oh Gott, nein! Oh Gott, nein. Einfach alles aus Time-Mollern bestehen, ja. Wir holen uns definitiv die Einheiten von Ord Martell. Oh Gott. Die ganze Zeit, Garros. Wie ist das jetzt? Sind wir jetzt hier in der Verteidigung oder haben wir das angegriffen? Wir haben es angegriffen, immerhin. Hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich will nicht wissen, wie oft wir hier jetzt schon gekämpft haben. 1, 2, 3, 4. Dragon-Klasse am besten auch noch mit rein. Damit wir das wirklich schaffen, bevor irgendwas vernichtet wird. Und wir haben gewonnen. Sehr schön. Zurück zur Galaxis-Karte. Die Einheiten von Findar, bitte hier rüber. So, jetzt aber wirklich. Immerhin haben wir jetzt zwei Flugeinheiten. Ich glaube, ich habe die jetzt von Ord Martell nicht mehr drüber geholt, ne? Nope. Aber egal, wir haben zwei Flugeinheiten, das dürfte reichen. Da ist der Moff-Palast. Ach, es ist diese Map, okay. Das kriegen wir aber hin. Bin ich relativ zuversichtlich. Oh Gott, die haben ja Zivilisten. Was hast du? Chariot will ich jetzt nicht unbedingt. Die schweren Panzer könnten cool sein. Einer von euch hier lang, dass wir da eine Repair Station hoffentlich kriegen. Vernichtet das bitte. Dann kommt hier rüber. Repair Station hier drüben. Ach cool, wir haben sogar jetzt drei von den Panzern. Müssen wir nur gucken, dass wir jetzt hier nicht durch eine Selbstzerstörung überrascht werden von denen. Repair Station wird gebaut. Perfekt. AT-AP hier noch mit hin. Ihr greift hier die Time-Crawler bitte an, oder Time-Mauler eher gesagt. Hier haut ab. AT-AP darf hier mit... Welche Command hier hat die? Command hier 3 immerhin. Immerhin, ne? Jetzt hört doch auf, da diesen blöden Turm anzugreifen und nehmt euch die wichtigen Ziele. Oh wow, ihr kommt richtig gut gegen die vor. Das sind normalerweise Einheiten der Riado-Autorität. Schön, dass ich die jetzt hier haben darf. Oh. Nee, nicht hier weiterfahren. Aber das bedeutet jetzt auch, ich glaube, damit haben sie alle Time Mauler jetzt weg. Oh, das ist interessant. Greift bitte das an. Hier geht hier lang. Oh nein, 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 nein. Oh, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein, weil die einen Schritt zu weit gegangen sind. Oh, da kratzt man sich einmal am Auge, ne? Einmal am Auge und dann passiert so ein Kram hier. Oh. Nope, du schleichst dich da hinten nicht durch. Ohne mein Wissen. Landezone gehört immerhin uns. Hier. Oh, oh, oh. Abhauen. Ihr dürft jetzt auch mal hier in die Richtung kommen. Wir holen den Chariot-Typen rein. Ja, vernichtet hier die Infanterie bitte. Und ihr kommt jetzt hier lang.
Das ist schön, dass ihr das vernichtet. Dann hier rauf. Ihr kommt hier mit. Die Chariots dürfen hier angreifen. Was hat der für eine Command Tier? Command Tier 4 nur. Könnte besser sein. Könnte deutlich besser sein. Das könnten wir bombardieren, aber erstmal schauen wir, dass das hier alles vernichtet wird. Nehmt euch den bitte vor. Den Antifahrzeugturm. Und damit gehört unser Rocco leider wieder eine Einheit verloren hier. Aber gut. Sie fliehen. Orocco gehört uns. Das ist das, was zählt. Holen wir die anderen Einheiten hier auch noch zu. Ach, lasst mich doch einfach mal in Ruhe hier. Meine Güte. Beginnen wir. Und dann hauen wir auch schon wieder mit der Lancer ab. Yes, Commander. Calculating jump to light speed. Incoming! We have been defeated. Zur Galaxiskarte. Und mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, war es das auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.